Eine Menge los ist auch in dem Film, der morgen in den bundesdeutschen Kinos anläuft, Titel Kommando Leopard. Einer der beiden Hauptdarsteller, Klaus Kinski, ist Klaus Kinski und zunächst wollen wir Ihnen mal einen Eindruck von den Dreharbeiten zeigen und danach können Sie sich selbst einen Eindruck machen. Geh doch mal in die Knie, wo du lieber sein willst. Oh, nein, du bist zu sehr da. Ich bin hier. Wir haben geschummelt. Nein, du musst weiter rüber. Okay. Dein Körper ist woanders. Ich habe mit der Lage auf der anderen Seite. Die Beine sind auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Okay. Aber die waren Knien, oder? Was? A little more in the head over there. Ja, 90-21 quarta. Action! Okay, come on! Stop it! In the name of God, stop it! I know nothing, stop it! Shit! I'm not doing this! Fuck him! Take another one, that's shit! In the front, you see always this shit. You see that shit. I saw that shit. You cannot see it in the movie. It's impossible. You cannot do that. Okay, sorry. This you see, is not true. Sorry. We do my way. After, no, I mean... After we do your way. Now we do my way. Sorry. Do it wrong. Okay. And do well. Do well with me. You stop me and you do. Look very close. Take the bet. If you take the bet, it'll be very good. Okay, come. Come, please. Stop it. Nothing. Stop it. Yeah. Come, ho fatto in aria, lui. Come la fai? Come è vista in macchina? Come si vede in macchina? Esa, herzlich willkommen, Klaus Kinski. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja. Ja, die müssen nicht klatschen. Nein, ich sage aus Quatsch. Die klatschen, die haben sich unheimlich gefreut. Nein, ich sage das in Blödsinn, weil es gibt, glaube ich, in Amerika so nicht bei allen Sendungen. Ich habe auch zig Sendungen gemacht in New York und so, auch live, wo es das nicht gibt. Aber es gibt so, oder es gab es mal in Amerika, wo so dann so, wie sagt man das, so Uhren oder nein, wie so Anzeiger, Meter, ja. Oder die kriegen Zeichen, wann sie klatschen müssen und wann sie nicht klatschen. Nein, das ist hier. Aber Sie sind doch, spontanen Applaus gewohnt, Herr Kinski, oder? Meistens mache ich Blödsinn, wenn ich rede. Ja. Meistens mache ich nicht gemein. Also ich habe den Eindruck, Ihnen geht's gut heute, oder? Ja, weil hier ist frische Luft und zwar jedenfalls mehr frischere Luft als in den anderen Sendern bis jetzt. Klaus Kinski, wenn man so die Bilder da sieht, ich meine, ist das immer so, dass Sie so den anderen zeigen, wo es richtig lang geht? Ja, meistens wusste ich das immer in 200 Filmen ungefähr, das stimmt. Meistens, aber da war das einfach, hätte es einfacher sein können, weil die waren fantastische. Die Filipinos haben großartig Stuntmans, ne? Also das heißt, wie sagt man, die ja, die gefährlichen Szenen gedreht haben. Nicht großartig, fantastisch. Überhaupt noch nie auf der ganzen Welt, noch nie, den ich kenne, in Amerika, in Jugoslawien, in Italien, überall. Aber eine Szene, das ist hier nicht zu sehen im Film, eine durchgehende Szene, ich weiß nicht, fast ein paar hundert Meter über Mauern und dann immer hinwerfen und schießen und Dings und dann ran lang rennen und dann schieße ich an der Wand und das Blut muss spritzen. Alles nur erklärt, einmal nur erklärt und sofort gedreht und perfekt geht. Toll, ja, ich habe da gesehen, also Sie müssen ja auch unheimlich fit sein zu so einem Film. Wie machen Sie das? Fit sein? Wie werde ich bezahlt? Wer bezahlt dafür? Wie erwarten die Leute, dass sie, können sie sich leisten einzuschlafen am Mikrofon hier? Ich meine, wenn sie, aber da hätte ich auch bei Ihnen keine Chance, glaube ich, oder? Nein. Oh doch, ich würde sie schlafen lassen, bevor ich schnell rausgehe. Sie bleiben hier. Würde abreißen. Sie bleiben hier. Aber, fit ist, wie gesagt, ist eingeschlossen. Man kriegt nicht extra bezahlt dafür, dass man fit ist. Ja. Ich würde gerne das extra noch annehmen, für fit sein.
Möglichst viel Geld, oder? Ja, natürlich. Das ist doch keine Aber Frage, das, da, da, so, so geht das nicht vor sich, man wird nicht extra bezahlt. Ja. Aber das ist so gemacht für Pygmäen, dieses Mikrofon. Ja. Das muss man immer so machen. Nee, das ist genau auf Sie eingestellt, Herr Kinski. Ja? Wir wussten ja, man kennt Sie ja. Also überhaupt, so klein? Ich muss Ihnen sagen, Herr Kinski, ich habe, also als ich so ein bisschen mich vorbereite auf das Gespräch, also sehr viel von Ihnen gelesen. Lesen Sie das eigentlich alles? Wissen Sie eigentlich, was man da so alles über Sie erzählt? Nein. Interessiert Sie das? Nein, überhaupt nicht. Das hat mich noch nie interessiert, mein ganzes Leben lang noch nicht. Also da steht drin, deshalb habe ich Sie auch gefragt, wie es Ihnen heute geht. Wenn Sie einen richtig leutseligen Augenblick haben, kann man eigentlich ganz vernünftig mit Ihnen reden. Manchmal ist es mein Vorteil, also dass ich Ihre Sprache nicht verstehe. Manchmal, das muss aber ein großer Erfolg gewesen sein, sonst hätten Sie nicht geklatscht. Ja, riesig. Was es gemeint hat, weiß ich nicht. Das ist mir auch egal, aber was meinten Sie damit? Ja, ich habe unheimlich viel gelesen. Die einen sagen... Was meinen Sie damit, dass man... Jetzt kann man vernünftig mit mir reden. Was meinen Sie damit? Ja, ich habe das gelesen. Der Mann, der mit Ihnen den Film gemacht hat, der hat das geschrieben. Da gibt es Momente, da ist der Klaus Kinski ganz vernünftig. Ja, wenn ich sehr müde bin und man ist nett zu mir und so. Ja. Fühlen Sie sich gut aufgehoben bei uns? Na, Sie sind nett zu mir. Und ich habe ja gesagt, das ist frische Luft und ich reise doch gleich wieder ab. Wo geht's denn hin? Naja, ich fliege nach München und dann nach Zürich. Und wie wissen das alle die Leute, die mich begleiten? Ich weiß es nicht. Sind da so viel dabei? Na, ein paar, ja. Die wissen das. Und dann eine Woche später fliege ich wieder nach Paris und Rom und mal schön und wieder zurück nach Amerika. Herr Kinski, Sie wohnen ja jetzt in Amerika. Gefällt es Ihnen bei uns nicht mehr? Oder warum im alten Europa? Das hat mir nie gefallen. Aber ich meine, das hat mir nie... Nein, nicht ihr. Nein, das hat er mit euch gar nichts zu tun. Oh, hey. Wird immer verwechselt, nur geografisch du hast zu tun, doch nicht mit den Menschen. Hat doch überhaupt nicht, ist das nicht größer zu tun? Pupplich dabei. Okay. Also da hat mit den Leuten über. Wir stecken es einfach wieder rein, Herr Kinski. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein, Herr Kinski, nee, Sie machen doch nichts kaputt. Okay. Sie machen die Sachen doch immer ganz toll, nein. Tun mit Menschen? Ja. Nee, überhaupt nicht. Es ist einfach nur, ich wollte nie in Deutschland sein. Ja. Das heißt also, aber geografisch woanders in erster Linie. Nicht? Aber hier bei uns ist es wunderschön. Kann ich Ihnen versichern. Ja. Ganz toll. Ja, Sie sollten mal öfter zu uns kommen, Herr Kinski. Sie sollten öfter mal zu uns kommen. Ist wunderschön hier. Ich danke Ihnen, Herr Kinski, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen toi, 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 alles Gute, ja, für den nächsten Trip nach München und wo immer auch hin. Und für den nächsten Film natürlich auch. Okay? Dankeschön. Gell? So. Tschüss, Herr Kinski. Tschüss, ciao.